Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Interview der Woche. Heute mit Thorsten Fädchenheuer. Sie sind der Vereinsvorsitzende des SV Grün-Weiß Schwerins. Heute haben Sie, oder schon seit einigen Tagen, haben Sie hier in den Schweriner Höfen, wo wir uns auch gerade befinden, eine Ausstellung zum Verein anlässlich des 50-jährigen Jubiläums. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. 50 Jahre, was verbinden Sie mit dem Verein und ja, wie haben Sie angefangen, Herr Fädchenheuer? Ja, also 50 Jahre, das war mir auch vorher, also als ich mal vor 6 Jahren gefragt wurde, ob ich nicht hier Vereinsvorsitzender werden will, war mir das auch nie bewusst. Es ergab sich sogar daraus, dass ich selber mal in diesem Verein schon mal Fußball gespielt habe, bei der Chemie Schwerin. Aber wie das so gekommen ist, durch meine Tochter, die Handball gespielt hat, wurde ich gefragt, Mensch, kannst du dir vielleicht vorstellen, das zu machen? Und dadurch bin ich zu dem Verein gekommen und dann rollt sich das eine oder andere ja dann auf und dann ergibt sich das und so ein bisschen die Historie und zwischen Aufbauchemie und Chemie Schwerin, so eine Fusion, die mal stattgefunden hat, und ich habe selber eben in Ende der 80er Jahre hier Fußball gespielt, ja, bei Chemie Schwerin, ja, und dann habe ich jetzt so seit gut 6 Jahren dann den Vereinsvorsitzenden. Bei vielen Vereinen war es ja so, dass die vor der Wende erfolgreicher waren als heute. Ist es bei diesem Verein, bei Grün-Weiß, auch so? Kann man das sagen? Ja, erfolgreicher. Also in der Art zur damaligen Zeit waren sie genauso erfolgreich. Es war eine andere Struktur. Wir hatten ja Bezirke, wir hatten andere Kreise und. Es gab mehrere Abteilungen in diesem Verein. Wir hatten also mehrere Sportarten, Boxen, Ringen, die in ihren Altersklassen sehr erfolgreich waren. Teilweise auch DDR-Meister gehabt haben, Juniorenmeister, dann Fußball. Bezirksliga, das war damals dritthöchste Spielklasse in der DDR. Gut, aber mit der Wende dann nachher, ja, dann wurde sehr, sehr viel neu orientiert. Viele Leute sind weggegangen, beruflicherseits. Und dadurch ist auch vieles, ich will nicht sagen, in sich zusammengefallen, aber da sind doch eine deutliche Reduzierung gegeben des Vereins. Und man musste sich wieder neu aufstellen. Es war wahrscheinlich auch früher nicht so sehr das Problem, Nachwuchs zu finden. Wie versucht der Verein dann heute, den Nachwuchs zu finden, der vielleicht fehlt an einigen Stellen? Ja, das stimmt. Früher war das, glaube ich, etwas einfacher, wenn ich so an meine Jugendzeit denke. Schule, wir haben Handballkarten gekriegt, wir sind immer zum Handball gegangen, Fußball. Für uns war es eigentlich, glaube ich, viel, für die ganzen jungen Leute war das oder Jugendlichen und Kinder war es normal, in Sportvereine zu gehen. Ja, heute haben sie natürlich viel, viel, viel mehr Möglichkeiten und da ist Sport nicht unbedingt immer an erster Stelle. Das ist auch für mich wirklich ein Grund, dass ich damals gesagt habe, Mensch, Vereinsvorsitzender, okay, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir versuchen, junge Leute hier in die Sportvereine zu bekommen, Kinder, ihnen so ein bisschen zu helfen, sich selbst zu finden, sich auszuprobieren, sich dabei sportlich zu betätigen. Und wir machen das dann, dass wir sehr viel in Schulen gehen. Wir haben so Pampers-Gruppen, wo so Probetrainings durchgeführt werden können. Das einfach mal die Kinder ein bisschen dran schnuppern können. Wie gesagt, wir gehen in Schulen, Schulklassen, da führen wir Handballsport durch heutzutage und versuchen so natürlich dann Kinder zu gewinnen, bei uns Sport zu machen. Ja, Sie haben schon gesagt, Handballsport, das kennen wahrscheinlich die meisten Zuschauer im Verein Grün-Weiß. Aber trotzdem hat der Verein ja noch andere Sparten. Welche zum Beispiel? Und wie sind Sie da aufgestellt? Ja, also Handballsport ist aktuell, es ist einfach unsere Hauptsportart mit den meisten Mitgliedern. Wir sind ja gesamt über 500 Mitglieder und haben im Handballbereich gut über 300. Und davon sind, weiß ich, knapp 300 Kinder auch dabei. Wir haben natürlich dann die Frauenmannschaften 1 und 2. Aber grundlegend und auch die alten, die älteren Damen, sag ich mal, die sogenannte, beim Fußball sagt man, Altherrenmannschaft spielen, die gibt es natürlich auch, aber der Rest ist eigentlich vor allem Kinder. Ja, früher war es verteilt auf verschiedene Sportvereine, so Ringen, Boxen und, also da gab es viel, da war Handball nicht so im Vordergrund dann, ne? Aber jetzt ist natürlich Handball unsere Hauptsportart. Die meisten Mitglieder bei Ihnen im Verein sind ja Mädchen und Frauen. Wie soll es in Zukunft aussehen? Also versucht man da, sich immer noch nur auf die Frauen zu konzentrieren oder soll es vielleicht breiter werden? Nein, also unser Hauptaugenmerk liegt wirklich nur im Frauenbereich, im Handballbereich. Wir haben, wie gesagt, zur vorherigen Frage vielleicht nochmal ganz kurz, also wir haben eine große Gymnastikabteilung mit der Margit Wedi, die da einen Top-Job macht, mit ganz, ganz vielen Frauen, Damen, die dann da ihr Gymnastik machen. Wir haben eine Badmintonabteilung, eine Fußballabteilung, die machen alle Volkssportcharakter und wir freuen uns, die organisieren sich teilweise selbst und machen das sehr gut und das macht Spaß zu sehen, dass die da auch
auch bis ins hohe Alter mit dabei sind. Und das freut uns. Und ja, und auf die jetzige Frage zu sagen, Handball ist die Sportart. Wir, glaube ich, haben gerade in den letzten Jahren mit Grün-Weiß eine, ja, doch in der Breite, in der Meinungsbildung in Schwerin und doch mittlerweile als Name, sage ich jetzt mal so, sind wir weiter in der Öffentlichkeit, breiter in der Öffentlichkeit. Und das ist einfach das Grundziel, das auch so zu lassen. Und ich glaube, gerade im weiblichen Bereich ist es, ich sehe da auch mal aus beruflicher Sicht gesehen, das ist eine Zielgruppe, die sollte man im Auge behalten. Und ich glaube, wenn wir Jugendliche oder beziehungsweise weibliche Jugendliche hier in Schwerin halten können, dann glaube ich, und die noch parallel dann Sport machen, dann ist das Beste, was man machen kann. Das stimmt, das war ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, Herr Fädchenheuer, fürs Gespräch und auch Ihnen. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war das Interview der Woche. Oder möchten Sie noch was sagen? Ja, ich würde mich eigentlich mal auch bei den Schweriner Höfen bedanken, dass wir hier super uns hier mal präsentieren können die Woche. Wenn man sich die Chronik hier im Hintergrund anguckt, sehen schon, wie viele Leute da mal so gucken und so alte Bilder guckt man ja gerne an. Da sieht man mal, wie schnell die Zeit so läuft und ein oder andere wird sich da wiederfinden. Und da muss man wirklich auch den Schweriner Höfen, Herrn Förster und Herrn Niendorf, da wirklich mal einen Dank sagen. Und auch, dass TV Schwerin uns hier auch mal begleitet. Und, sehr gerne. Das ist wirklich auch, was uns auch als Verein wieder ein Stück weiterbringt. Dann geht der Dank auch nochmal an die Schweriner Höfe. Trotzdem sage ich jetzt vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank Ihnen fürs Zusehen. Bis zur nächsten Woche beim Interview der Woche. Tschüss.